Die Waldeisenbahn Muskau. Einst war sie als Holz- und später auch als Kohle- und Tonbahn unterwegs. Jetzt sitzen Passagiere in den speziell umgebauten Waggons und fahren über die historischen Schienen mit einer Spurweite von 600 mm nach Kromlau, Bad Muskau und unserem heutigen Ausflugsziel, dem sogenannten Schwerenberg am Tagebau Nochten. Auf unserer Fahrt werden wir von einer der insgesamt 6 Dieselloks gezogen, Baujahr 1961. mm ist die Spurweite, das ist eine genormte Spurweite, die ist sehr verbreitet, gilt eigentlich als eine Feldbahnspurweite. Aber unsere Eisenbahn hat schon 125 Jahre Geschichte mit dieser Spurweite. War auch von den Baukosten her eben beherrschbar. Und für eine Bahn, die eigentlich sonst nur für den Güterverkehr da war, hat sich das auch so rentiert. Man hatte ganz leichte Gleise, die man in den Weg, in den Wald reingelegt hat, auf die Wege zum Teil, um das Holz aus dem Wald zu holen. Das war alles gut beherrschbar. Am Tagebau Nochten südlich von Weißwasser hat man von dem 30 Meter hohen Aussichtsturm einen eindrucksvollen Blick über die Rekultivierungsbereiche des Tagebaus bis hin zum Kraftwerk Boxberg. Also unsere Strecke geht auf eine Geschichte von 125 Jahren zum Teil zurück. Und das erste Streckennetz hat der Oberforstmeister geplant. Das erkennt man daraus, es sollte also Holz transportiert werden. Dann boomte die Glasindustrie, Kohle kam dazu. Und auch die guten Tonvorkommen haben dann zum Bau von Ziegeleien geführt. Und auf dieser Strecke, bis auf das letzte Stückchen, sind wir mit Ton, ist Ton gefahren worden. Eigentlich genauso, wie es heute hier vor uns steht. Mit dieser Lok und diesem Tonwagen bis 1990 war da Ton drin. Offizielle Einstellung des Betriebes durch die Deutsche Reichsbahn war bereits im Jahre 1978. Ein letztes Stück wurde dann noch weiter durch die Tonindustrie am Laufen gehalten, bis die Bahn letztendlich gegen die Vorherrschaft des LKW nicht mehr ankommen konnte. Nach der Wende kam dann die Idee mit der historischen Museumsbahn, aus der nach und nach die touristische Attraktion entstand, die heute hier zu finden ist. Auf der aktuell längsten Strecke, wo allein die Hin- und Rückfahrt jeweils eine Stunde dauern, müssen zwischendurch auch Straßenabschnitte passiert werden. Dabei wird dieser Bereich für die Autos mit der sogenannten Postensicherung entsprechend abgesperrt. Nach einem Richtungswechsel, bei dem die Besucher auch mal die Möglichkeit haben, die eigene Lok an sich vorbeisausen zu sehen, muss der Zug sogar noch einmal mitten im Wald anhalten, um eine entgegenkommende Bahn vorbeizulassen. Nach knapp 3 Stunden kommen wir nun zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise, dem betrieblichen Mittelpunkt der Waldeisenbahn in Weißwasser. Eine Stunde Bahnfahrt, das ist nicht jedermanns Sache, aber es hat sich auch bisher noch niemand beschwert, dass es unbequem oder nicht schön wäre. Also es ist wirklich schon was Besonderes. Neben den 6 Dieselloks fahren einmal im Monat auch Dampfloks auf den Strecken. Zu sehen das nächste Mal zum Museumsfest am Wochenende des 11. und 12. September.